Ich habe meinen Honda XADV tatsächlich schon wieder verkauft, jetzt nach 6 Monaten. Und warum ich das gemacht habe und warum das hiermit zusammenhängt mit einem Schweizer Messer, das erzähle ich euch heute in diesem Video. Ich stelle euch natürlich auch meinen neuen Roller vor. Ich habe mir schon wieder einen neuen geholt. Der steht da hinten, ihr könnt ihn sehen. Und was das für einer ist, zeige ich euch heute in diesem Video. Ich mache das aber von unterwegs, denn es ist jetzt unheimlich warm. Wir haben 31 Grad und werde euch dann unterwegs erzählen, warum der Honda jetzt doch wieder weg ist und warum wieder ein neuer Roller da ist. Ja, der Honda ist also nun schon wieder verkauft nach 6 Monaten. Ich glaube, ich bin so 3200 Kilometer gefahren. Einmal Langstrecke, viel in der Stadt, also alles querbeet, was man fahren kann. Und habe ihn jetzt doch wieder verkauft. Und vorher vielleicht erstmal so ein bisschen zum Honda XADV selber. Ich habe da ja schon mal einen Test gemacht, auch schon meine Erfahrungen euch mitgeteilt. Man muss wirklich sagen, das ist ein tolles Motorrad. Man kann wirklich sagen Motorrad, weil das Fahrwerk und die Technik ist eher motorradähnlich als Roller. Aber er hat natürlich auch ein paar Rollerattribute wie Stauraum unter der Sitzbank, ein Helmfach, dann die Trittbretter. Gibt es beim Motorrad auch nicht. Man hat also mehrere Möglichkeiten, die Füße zu positionieren. Also viele Sachen, die rollertypisch sind, wie auch der Windschutz. Das sind Sachen, die man beim Motorrad in der Regel nicht hat. Aber das Fahrverhalten, das ist schon sehr motorradähnlich. Also muss ich sagen, alles in allem ein tolles Fahrzeug, mit dem ich viel Spaß hatte. Aber am Ende habe ich mich doch dagegen entschieden. Und das hat natürlich immer mehrere Gründe. Das ist jetzt sehr subjektiv, weil jeder hat da natürlich eine andere Sichtweise, einen anderen Geschmack. Es kommt immer darauf an, was möchtet ihr machen, welche Strecken fahrt ihr, was ist der Verwendungszweck eines Zweirads. Und ich bin da jetzt einfach von mir ausgegangen und ich habe mit dem Honda Spaß gehabt, aber auch Momente, wo es für mich persönlich nicht so toll war. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist das Handling, der war halt sehr schwer. Mit 200, glaube ich, 36 Kilo Trockengewicht, wenn dann noch, wie ich das hatte, Gepäckträger, Topcase, Seitenkoffer, Sturzbügel, Lampen, also eine ganze Menge Zubehör dran ist, landet man ganz schnell bei 260 Kilo. Und das ist schon eine Menge zum Händeln. Also der BMW, den ich hatte, und auch die Vespa, Vespa 160, BMW 214 Kilo, da merkt man doch einen Unterschied. Also gerade so bei Sachen wie Aufbocken und ein bisschen Bewegen des Fahrzeugs, da war wirklich Gewicht zu bewegen. Was fürs Handling im Kleinen ein bisschen anstrengend und nicht so schön ist, ist aber wiederum, muss man sagen, natürlich für die Straßenlage etc. top, weil der lag natürlich wie Butter auf der Straße mit den 150 mm Federweg, tolles Fahrwerk, auch der Motor, das DCT-Getriebe, göttlich. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich gegen das Fahrzeug sagen soll, also jedem auf jeden Fall zu empfehlen. Aber immer halt gucken, wie ist der Verwendungszweck. Ich habe ihn halt auch gekauft, ohne ihn Probe zu fahren. Hätte ich das ausgiebig gemacht, hätte ich ihn vielleicht gar nicht gekauft. Aber gut, man weiß es nicht. Man ist ja anfangs doch immer ein bisschen mehr begeistert und die Probleme kommen dann immer erst, wenn man mal alle Bereiche austestet. Ja, und die zweite Sache ist das, was ich vorhin angesprochen hatte, das Schweizer Messer. Also man kann die Honda XADV wirklich als Zweirad-SUV oder das Schweizer Messer unter den Motorrädern bezeichnen, denn das Ding kann wirklich ziemlich alles, was jetzt angeht Stadtverkehr, Touring, Feldwege, leichtes Gelände. Also mit dem kann man alles machen. Frage ist halt, macht man das? Und ich habe halt in dem halben Jahr gemerkt, dass ich die meisten Sachen gar nicht mache, denn ich gucke halt, wie fahre ich. Ich bin halt eher ein Cruiser, also ich fahre gerne langsam, entspannt, gucke mir die Landschaft an, genieße die Fahrt, Füße bequem nach vorne, mich bequem hinsetzen. Das ist so meine Art zu fahren. Dann fahre ich natürlich sehr gerne lange Strecken, also mache Touring. Und da ist mir natürlich ganz wichtig der Fahrkomfort. Der war bei dem Honda natürlich gut. Das Fahrwerk ist erste Sahne, das muss man wirklich sagen. Der breite Lenker, das fuhr sich alles wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ohne Einschränkungen, tolles Fahrverhalten.
Aber bei mir persönlich war es nicht optimal. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist, wie gesagt, immer auch von der Größe abhängig. Körperliche Beschaffenheit. Ich habe so ein bisschen Probleme mit meinem Nacken hinten, mit dem Hals. Bin da relativ empfindlich, wenn ich nicht richtig sitze auf dem Zweirad. Dazu der Sitz, der hat mir nicht optimal gefallen. Der war relativ fest. Für meine Größe nicht optimal. Man saß immer so ein bisschen auf dieser Schräge hinten, was dann bei langen Touren auch mal mit dem Steißbein Probleme geben kann. Habe ich mir dann umpolstern lassen. Dann war es definitiv viel besser. Also die Sitzbank jetzt ist top. Zubehör hat er natürlich alles gehabt, was geht. Wobei man sagen muss, bei der Preisregion wäre ein Tempomat ganz gut gewesen. Also gerade so bei einem Motorrad, mit dem man touren möchte, finde ich, ist ein Tempomat ganz praktisch. Der Wetter- und Windschutz, also die Originalscheibe war für mich überhaupt nichts. Die war viel zu klein, die hat mich wenig geschützt. Auch in der höchsten Stellung hatte ich starke Turbulenzen am Helm. Ich mag das nicht, wenn da so ein Krach ist. Fahr zwar mit Ohrstöpseln, aber das nervt einfach, wenn es zu laut ist bei Touren. Mich zumindest, dann fahre ich lieber ohne Scheibe. Hab den Wind frontal, das ist manchmal besser als so eine Turbulenzen durch Scheiben. Habe ich dann geändert durch die GV-Scheibe oder auch die hohe von Puig, dann war es schon definitiv besser. Ja, Wind- und Wetterschutz könnte besser sein. Ich glaube, der ist bei dem Forza definitiv besser gelungen, weil der ein bisschen breiter ist. Auch die Sitzposition, dadurch, dass man die Füße weiter nach vorne machen kann, ist, glaube ich, für Touren sogar noch besser. Fährt sich natürlich anders, weil er jetzt nicht diesen breiten Lenker hat, auch nicht diese extrem gute Federung mit den hohen Federwegen. Aber wäre vielleicht auch eine Sache gewesen, den mal Probe zu fahren. Weil der Motor, das muss ich sagen, der von Honda, der 57er, in Verbindung mit dem DCT-Getriebe, da hat Honda was Tolles gebaut. Dem traue ich auch ein bisschen nach, weil das hat wirklich Spaß gemacht. Also so eine Halbautomatik, wo man selber schalten kann, die dann selber schaltet, ein Doppelkupplungsgetriebe. Das funktioniert extrem gut bei Honda, denn die Fahrmodi toll, wo man das variieren kann. Also ich war da wirklich, das war nicht leicht, ich war da wirklich hin und her gerissen, weil das Ding macht so einen Spaß. Ich bin nur leider halt nicht so der Heizer, ne? Also ich fahre nicht gerne schnell. Ich bin jetzt kein Kurvenjäger, der sich da in die Kurven reinschmettert und schnell fahren muss, weil dann kriegt man von der Landschaft nichts mit. Also ich will was sehen, ich will die Landschaft genießen, ich will meine Filme machen, ich will genießen und relaxen, schöne Musik anmachen. Und die Honda ist schon auch was für jemanden, der mal ein bisschen Gas geben will und Spaß haben will und ein bisschen Kurven ziehen will. Also das vermisse ich schon, diese Option, da mal ein bisschen Spaß zu haben. Und ja, Resümee ist, also diese Sachen haben halt dazu geführt, dass ich unterm Strich gesagt habe, ja, was nützt mir das Schweizer Messer, was alles kann, wenn ich nur die Schere benutze, aber nicht das Messer, nicht den Korkenzieher, nicht die Nagelfeile und nicht den Flaschenöffner. Und ich bin halt mit dem Honda wirklich hauptsächlich getourt auf normalen Landstraßen. Aber da habe ich mir halt gesagt, okay, warum gibst du jetzt das Geld aus für ein Fahrzeug, was du gar nicht komplett nutzt? Also ich bin einmal in dem halben Jahr so einen Feldweg gefahren, einmal so einen Weg, der so ein bisschen unbefestigt einen Berg hochging. Aber einmal im halben Jahr. Und dann brauche ich diese ganzen leichten Offroad-Fähigkeiten einfach nicht. Das hat dann für mich unterm Strich nicht so einen Sinn gemacht. Also ich habe halt geguckt, was brauche ich? Und ich brauche einen Tourer, einen Cruiser, mit dem ich entspannt fahren kann. Naja, und dann ist es wieder mal passiert. Jetzt werdet ihr natürlich lachen. Aber ich sitze tatsächlich wieder auf einem BMW C400 GT. Auf meinem dritten jetzt mittlerweile. Ich sitze wieder auf Neo. Und zwar jetzt auf Neo 3. Völlig verrückt, aber ja, was soll man machen? Das ist einfach ein Fahrzeug, was mir liegt, mit dem ich zufrieden war, mit dem ich happy war. Der all das erfüllt, was ich haben möchte. Ich kann auch gleich mal so ein bisschen auf die Beweggründe eingehen, warum jetzt der BMW im Verhältnis zum Honda es jetzt geworden ist. Die Unterschiede, die mich da bewogen haben. Aber es ist halt schon verrückt ein bisschen. Ne? Ich habe natürlich auch Verlust gemacht beim Verkauf vom Honda. Das ist dann immer ein bisschen ärgerlich, aber was nützt, wenn man nicht die vollen Funktionen ausnutzt von so einem Fahrzeug. Ja, und jetzt bin ich happy, jetzt fahre ich meine ersten Kilometer. Gestern habe ich ihn abgeholt, habe schon die ersten kleinen Umbauten wieder gemacht und meine Scheibe reingebaut, die andere. Mein Topcase ist wieder drauf. Ja, und jetzt fahre ich wieder meinen geliebten BMW C400 GT.
Völlig verrückt. Aber manchmal braucht es solche Ausflüge, um zu merken, was einem gefällt, was einem so liegt. Ja, was waren jetzt die Beweggründe für den BMW? Ich habe natürlich viel überlegt, hatte jetzt überlegt, vielleicht den Forza 750 mal zu nehmen, aber den gab es wieder nicht zum Probefahren. Nochmal wollte ich den Spaß nicht machen, dafür war es mir dann auch zu viel Geld. Also dachte ich, okay, meine nächste Reise ist geplant, die kommt jetzt bald, also da auf jeden Fall am Ball bleiben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, unten mal den Abo-Knopf drücken, das würde dem Kanal weiterhelfen, hilft euch, kein Video zu verpassen. Und bald steht, wie gesagt, eine lange Tour an mit Neo 3. Also ein ganz klarer Beweggrund für den BMW ist meiner Meinung nach, auch wenn es sich nicht so anhört, aber es ist der Preis. Denn ich bin bei dem Honda am Ende mit den ganzen Umbauten und Anbauten, die ich gemacht habe, tatsächlich bei 18.000 Euro gelandet. Und das ist wirklich eine dicke Stange Geld für ein Fahrzeug, bei dem man nicht alle Funktionen nutzt. Dafür kann man sich dann schon, wenn man nur touren möchte, auch eine NT 1100 holen, die sicherlich fürs Touren noch besser ist als der XADV. Wenn man halt sagt, man möchte ein bisschen mehr wirklich ins Gelände fahren und will so ein Adventure-Bike, mit dem man auch viel Offroad fährt, was ich ja überhaupt nicht gemacht habe, weil es mir nicht so liegt, na, dann kann man auch eine Africa Twin nehmen. Kriegt man für das Geld auch schon. Oder halt auch andere Bikes von anderen Herstellern. Also, ja, man bezahlt halt diesen Aufpreis für dieses etwas exklusive Fahrzeug, was halt sehr speziell aussieht von der Optik und halt Features bietet, die sonst kein anderes Fahrzeug in dem Bereich hat. Aber der BMW kostet tatsächlich die Hälfte. Der kostet nämlich 9.000 Euro. Ja, und das finde ich dann, ist der Honda doppelt so viel wert von dem, was er bietet im Verhältnis zum BMW? Finde ich nicht. Also klar, er hat mehr PS, hat den stärkeren Motor, auch etwas besseres Fahrwerk natürlich. Klar, das ist bei dem Honda noch eine Schippe mehr als beim BMW, wo es schon toll ist. Aber Bremsen sind hier genauso gut. Doppelscheibenbremse vorne, genauso wie beim Honda. Ja, also den doppelten Preis rechtfertigt das meiner Meinung nach nicht unbedingt. So, dann fand ich bei dem BMW den Windschutz besser, der ist ein bisschen breiter. Dann, ja, Stauraum unter der Sitzbank. Also der Honda hat ja Stauraum unter der Sitzbank. Man bekommt da einen Helm runter und da passen 22 Liter rein. Also auch nicht so viel. Jetzt sagen alle immer beim BMW das Flexcase und ja, das ist ja so wenig. Nee, ist gar nicht, weil auch ohne das Ausfahren des Flexcases hat der BMW vorne durch die Mulde und hinten 31 Liter Stauraum, also fast 10 Liter mehr als der Honda. Und wenn man das Flexcase ausfährt und den Helm da reinmachen möchte, sind 46 Liter, also mehr Stauraum. Dann hier vorne diese Handschuhfächer, viel besser beim BMW. Denn die sind erstmal viel größer, viel solider, abschließbar, USB drin, alles Sachen, die waren bei dem Honda nicht. Gut, der ist dafür nicht gemacht, der ist halt für andere Verwendungszwecke, aber ich fand es halt hier immer sehr praktisch. Gab es bei dem nicht. Display, ja, ich hatte mich an das BMW halt sehr gewöhnt an das Display. Finde es auch nach wie vor super, da sind so ein paar Sachen, die der Honda nicht hat. Connectivity, Navigationssystem, tausendmal besser als bei dem Honda. Das ist wirklich, muss man leider sagen, Honda, das ist ein Witz, was ihr da macht. Das mit diesen kleinen Pfeilen da drin. Also bei Honda muss man wirklich ein richtiges Navi reinbauen. Oder, ja, oder Smartphone nehmen. Beim BMW kann man wirklich diese Pfeilnavigation wunderbar nehmen. Da ist so ein Entfernungspfeil noch an der Seite, ein Spurassistent, welche Spuren man nutzt. Ist wirklich gut gemacht. Jetzt gibt es für BMW auch noch so einen Cradle, den man hier in die Mitte ranmachen kann. Habe ich gerade vor kurzem gesehen. Auch eine super Sache. Da könnt ihr entweder das BMW Navi reinmachen oder auch euer Smartphone. Und dann wird das Smartphone über das Cradle mit der Connectivity gekoppelt. Und ihr könnt dann die BMW Connectivity mit einer richtigen Karte auf eurem Smartphone hier in diesem Cradle sehen. Müsst also dann nicht mit Google Maps oder Kalimoto, sondern könnt dann All-in-One umschalten, ob ihr das auf dem Display haben wollt oder auf dem Smartphone. Tolle Sache. Auch nicht billig gerade, wieder bei BMW üblich, aber tolle Funktion. Also dann hat man gleich eine Halterung hier in der Mitte, sehr praktisch da unten. Und man kann da dann, wie gesagt, das Handy reinmachen. Wird auch gleich da geladen, ist also dann per Kabel verbunden. Wäre auch noch eine Überlegung. Fand ich an sich ganz gut, habe ich bei BMW mir angeguckt. Danke an Christian nochmal für die Vorführung.
toller Tipp. Verführt wieder dazu, leider mal ein bisschen Geld auszugeben, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall eine interessante Sache. Ja, ein Punkt, der vielleicht auch noch interessant ist, Vorteil für den Honda ist natürlich ganz klar, dass er hat die Möglichkeit, diese Seitenkoffer ranzumachen. Dadurch hat man enormen Stauraum, zusätzlich fast 60 Liter. Das fand ich schon sehr praktisch. Beim BMW muss ich mir jetzt was einfallen lassen, wenn man da zu zweit fährt und ein bisschen mehr mitnehmen möchte. Packtaschen geht nicht, habe ich schon mal probiert. Ist mir eine Packtasche verbrannt. Die ist irgendwie, ja, ich weiß nicht wieso, die war nicht am Auspuff dran, aber war wohl scheinbar der Abstand nicht groß genug. Hitzeabstrahlung ist von unten verkohlt und hat während der Fahrt angefangen zu schmokeln. Hab mich gewundert, warum das so stinkt. Ja, war ein Teil der Sachen verbrannt. Sorry Vanessa nochmal für deine verbrannten Schuhe, aber das kann man also nicht machen. Es gibt keine Möglichkeit, hier bei dem Packtaschen ranzumachen auf eine sichere Art und Weise. Also mal gucken, wie ich da eine Lösung finde. Vorteil vom BMW finde ich wieder die Sitzbank. Ich sitze da besser. Diese hohe Lendenwirbelstütze, absolut super. Sitzheizung, super. Also die genieße ich wirklich extrem. Gerade wenn es kühler ist. Auch die Sitzbank gut gepolstert, eher gerade als so geschwungen. Also die Honda ist halt sehr wie so eine Kuhle geschwungen. Dadurch sitzt man manchmal hinten mit dem Steißbein an der Schräge. Finde ich nicht so für mich optimal. Ich mag es eher gerade. Hier ist gerade. Gut, die Variomatik finde ich sehr entspannt. DCT mit der Leistung vom Honda natürlich viel, viel sportlicher. Aber mir reicht das hier aus. Der BMW fährt 150. Mehr brauche ich nicht. So viel fahre ich sowieso nie. Wenn ich mal Autobahnetappen fahre, ja, was fahre ich da? Dann fahre ich 120, 130. Also der Honda kann natürlich weitaus mehr, aber wenn man es nicht braucht, ich brauche es nicht. Wofür dann? Klar, wenn man jetzt in den Alpen die Pässe fährt und da ein bisschen mehr Leistung braucht, weil es bergauf geht. Alles schön, aber ich bin in den Alpen auch mit meiner Vespa gefahren mit 24 PS. Der hier hat 34. Reicht easy aus. Also damit kann man wirklich alles machen. Auch zu zweit hatte ich da bisher nie Probleme und demnächst mache ich da noch mal ein bisschen den Test auf der Langstrecke, was man mit dem alles machen kann. Also von daher halber Preis im Verhältnis zum Honda und für mich das bequemere Fahrzeug, das problemlosere Fahrzeug, das wartungsärmere Fahrzeug, denn kein Kettenschmieren. Ne? Also das muss man bei dem Honda halt machen. Ne? Das muss man mit einberechnen, wenn man fährt, alle 500 bis 1000 Kilometer, je nachdem was für Straßenbeschaffenheit oder Wetterbeschaffenheit ist. Kette schmieren, Kette reinigen. Hier, Variomatik, brauche ich gar nichts machen. Also von daher, alles super. Ein paar tolle Veränderungen habe ich noch, die ich beim letzten Mal, bei den beiden letzten nicht gemacht habe. Da werde ich euch auf jeden Fall beim nächsten Video mal zeigen, was ich da noch umbaue. Das kommt dann demnächst auch noch in dem Video. Also da sind noch ein paar Sachen geplant, aber ich muss mich jetzt ein bisschen sputen, weil es geht wirklich bald los. Ist nicht mehr lange hin und ich freue mich extrem und ich bin wirklich auch ziemlich happy mit Neo, dass ich wieder drauf bin. Das ist wie coming home. Ja, liebe Scooter Freunde, das war's für heute mit dem kurzen Verabschieden von Sid, meinem Honda XADV und den Gründen, warum ich ihn verkauft habe. Und willkommen Neo, da ist er wieder. Also die nächsten Touren dann wieder mit meinem BMW C400 GT. Ich freue mich extrem. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, bitte einen Daumen nach oben hinterlassen. Auch den Kanal abonnieren wäre natürlich super. Wir sehen uns wie immer nächste Woche beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao.